Herzlich willkommen, ihr geilen Fake-Genuss-Wurzler. Bevor wir reingehen ins Top 8 Battle, was super spannend war, nehme ich schon mal vorweg. Gibt's einen neuen Giftcode, ich schreibe den euch unten in die Videobeschreibung rein. Und ihr wisst auch, neuer Code, ne? Der alte Code funktioniert nicht mehr, wenn ihr weiterhin ordentlich sparen wollt. Bei jedem Einkauf in die EI haut den neuen Code rein. Ah ja, gut, der Code ist ja mal komplett scheiße. Arrivederci. Ja, wir gehen mal rein in den ersten Fight. Der erste Fight sind meine Hunter gegen seine Assassinen. Hunter tun sich manchmal ein bisschen schwer mit Assassinen, aber nur wenn wirklich Koraxia am Start ist. Und hier sehe ich keine gegnerische Koraxia. Und ihr seht hier, meine Hunter packen hier ordentlich ein paar Schellen aus. So bam links, bam rechts. Buff. Weg mit euch. Na, komplett zerlegt hier die Assassinen. Richtig gut auf jeden Fall. Gar kein Struggle hier. Seht das? Sag mal, er wird jetzt hier noch kurz beiseite gefegt. Das ist schon mal ein guter erster Fight für uns. Also der war super, super clean, easy und gar kein Problem. Ihr seht das hier, also, da kam nichts. Ja. Komplett rasiert hier. Auch Artemis ist gut Schaden gemacht. Gucken wir mal rein in den zweiten Fight des Abends. Dort hat es mein Energy-Team gegen sein Vanguard-Team verschlagen. Ja, Vanguards, klar, werden immer gut wegzuhalten hier, aber mal schauen, was hier passiert, weil Zane einiges verändert halt auch für die Vanguards und natürlich Leo auch mittlerweile ziemlich stark. Ihr seht schon hier ein bisschen was wegrasiert worden von mir. Es ist super knapp. Es ist super knapp. Zane ist wirklich insane. Ihr merkt das, Leute. Zane ist ein Monster. Keine Chance gehabt. Zane hat mich komplett zerlegt. Ihr seht das. Alter, Zane ist ein Monster. Obwohl er nicht mal den meisten Schaden gemacht hat. Aber der ist einfach nicht wirklich klein zu kriegen. Schade. Ja. Meine Dingens ist halt wirklich schnell gestorben. Meine Purin und so. Dann war Jaina direkt tot. Und dann war ein bisschen unlucky. Ja, wir gehen mal rein in den nächsten Fight. Fight Nummer 3, mein Vanguard-Team hier mit den Summoners gegen das gegnerische Tank-Team. Ich habe Zane hier auch, ich habe Zane noch mal ein bisschen gepusht auf Immortal 4, weil ich finde jetzt einfach krass, der Loot. Ja, muss einfach verschwellen, komm. Ich hoffe, dass das gereicht hat. Ihr seht, wir haben ein bisschen aufgeräumt, bis jetzt mal Rani nur verloren, ist ganz gut. Und ihr seht, Claire macht richtig Action und Zane ist hart dabei. Man, der ist leider noch nicht so getempert bei mir. Aber ihr habt gesehen, die haben wir gut auseinandergeschrubbt, die Tags. Ihr seht das hier. Guter Schaden, wirklich Claire, absolut rasiert. Zane auch gut dabei, ne? Besser als Ares sogar. Damit steht 2-1 für uns. Wir gehen rein in den nächsten Fight des Abends. Ja, das ist mein Assassinen-Team. Ich hatte mir hin und her erlegt, ob ich Motoko rausnehme. Ich habe Motoko rausgenommen. Ich habe Koraxia reingetan. Mal gucken, ob das der Play war für mich. Mein Koraxia ist ja noch nicht so stark. Aber hat hier schon mal gut Schaden. Der macht auf jeden Fall Koraxia. Da können wir nichts sagen. Aber die machen hier auch gut was weg. Hier die Summoners. Kriegen irgendwie gar keinen Schaden. Ging echt gar keinen Schaden, ne? Und meine Assassinen sind schon gleich alle hinüber, Alter. Wow. Okay, hier liegt irgendwie gar nichts, Mann, für mich. Wow. Summoners so stark mittlerweile geworden, muss ich überlegen, ob ich meine Summoners auch mal hier rein. Wow. Ja. Ne, da kriegen wir gar nichts tot, ihr seht das. Wir kriegen hier richtig einen auf den Sack, Mann. Damals hat richtig gute Action gemacht, aber irgendwie kriegen wir trotzdem nichts tot. So. Koraxia hat auch gut mitgeholfen, aber keine Ahnung. Wir kriegen da nichts weggeschrubbt. Wirklich gar nichts. Mies, 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 oder? Ja, mies, Alter. Hart kassiert hier. Hart aufs Maul gekriegt. Steht 2-2, Leute. Keine Ahnung, wir haben 210 Millionen hat Samael gemacht und wir haben die nicht tot gekriegt. Leckste mich doch fett, ey. Ja, Leute, dann gehen wir rein im alles Entscheidenden in den letzten Fight.
So, der letzte, alles entscheidende Fight steht auf dem Programm. Meine Tanks gegen sein Energy Team. Und das muss doch eigentlich unser Ding sein, oder? Energy Carabine nimmt doch Energy schon fast alleine auseinander. Komm schon. Boah, wir haben sehr früh meinen Tank verloren. Panda auch ziemlich low. Kann jetzt hier aber nochmal ulten und... Ja, das wird's gewesen sein, Leute. Knappe Geschichte, spannend bis zum Schluss, aber wir haben uns den Halbfinaleinzug gesichert. Wir sind in den Top 4, 3-2, knapper Sieg, aber wir sind dabei. Morgen geht's gegen UFO Bad und der hat gegen UFO Gods gut rasiert mit 4-1, muss man sagen. Und das wird morgen auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Fight. Leute, in dem Sinne, lasst einen Daumen nach oben da, haut ein Abo raus, verpasst keins der weiteren Videos. Oh man, peace, euer Resign 1.